ist eine Verpflichtung und eine Stärke. Ein großer Tag für Bad Hersfeld und die Festspiele. Mit der Eröffnungsfeier fällt der Startschuss für eine neue Saison. Vor der Stiftsruine ist am Freitagabend richtig viel los. Zur Premiere gibt es wie immer ein großes Staraufgebot. Hier wollen alle dabei sein. Bei tollem Wetter treffen die Gäste gut gelaunt am roten Teppich ein. Der offizielle Startschuss fällt beim Festakt in der Stiftsruine. Intendant Jörn Hinkel begrüßt die Ehrengäste. Dazu zählen Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, Hersfelds Bürgermeister Thomas Fehling und Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Überall in der Stadt kann man sehen und fühlen, dass die Hersfelder sich ganz stark mit ihren Festspielen identifizieren. Und diese Identifikation geht ja weit über die Stadt hinaus, wie beispielsweise die Gesellschaft der Freunde der Bad Hersfelder Festspiele zeigt. Die Festspiele zahlen sich aus für die Stadt und für die Region. Die Festspiele entfalten erhebliche regionalökonomische Wirkungen, denn es profitieren Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel, Verkehrsbetriebe und andere touristische Betriebe. Eine tolle Atmosphäre zaubert die Festspielcrew. Schauspieler, Kostümteam, Bühnenbauer, Techniker und viele weitere Beteiligte singen gemeinsam. Das Land Hessen wird hier dabei bleiben. Das ist ein Schatz und wir wären töricht, wenn wir nicht alles täten, um diesen Schatz immer und jedes Jahr zum Funkeln zu bringen. Deshalb sage ich Ihnen zu, wir sind auch in diesem Sinne alles Gute für die diesjährige Saison. Die 68. Bad Hersfelder Festspiele sind da. Vielen Dank. Die Festspiele sind eröffnet und somit auch der rote Teppich. Prominente Gäste wie Sängerin Helen Schneider, Fernsehmoderator Frank Plasberg, Schauspieler Richie Müller, Boxlegende Henry Maske, die Schauspieler Samuel Koch und Sarah Timpe sowie Josef Hannes Schläger und Martin Semmelrogge sind dabei. Gut gelaunt posieren sie vor der Kamera, führen Interviews und winken den Zuschauern zu. Die Stimmung ist gut.